Hallo und willkommen auf dem Kanal, den keiner kennt. Willkommen auf Nussknackers Welten. Ich präsentiere euch heute wieder mal ein antikes Retro-Spiel vom Amiga aus dem deutschen Lande. Das Spiel verfügt immer sehr viel Musik im Intro. Ich habe die Musik mal so rausgeschnippelt, beziehungsweise das Video kopiert und lasst das mal im Hintergrund laufen, ja? Ansonsten ist das Video nämlich sehr still. Da. Es ist das Erbe vom Umweltbundesamt. Das Bundesumweltamt präsentiert Ihnen eine Produktion von denen da. Das Erbe. Weitere Informationen beim Umweltbundesamt, Bismarckstraße, Bismarckplatz 1 in Berlin. Na, wie gesagt, das hier ist im ganzen Spiel die einzige Musik, die man hört. Ich denke mal, das wurde so gemacht. Hey, wir haben massenhaft Musik produziert. Wann hauen wir die ins Spiel? Nein, wir haben Abgabetermin, geht nicht mehr, vergiss das. Wir hauen hier einfach alle ins Intro. Na gut, kein Problem, wir legen jetzt einfach mal los. Und treten unser Erbe an. Der blaue Bildschirm. So, es ist Zeit für einen neuen Spielstand. Ja. Guten Tag, Herr Van Bruch. Es tut mir sehr leid, den Tod Ihres Onkels beklagen zu müssen. Hat er sich doch in seiner Eigenschaft als Hochhausarchitekt von Frankfurt sehr um das Aussehen unserer Stadt bemüht. Doch nun verlese ich Ihnen das Testament. Hiermit vererbe ich Dr. Bruno Van Bruch, meinen einzigen Neffen, einen Teil meines Vermögens unter folgender Bedingung. Er erhält 3 Millionen Deutsche Mark und meine Villa Bröckelstein in Stuttgart, wenn es ihm gelingen sollte, die Villa ohne Belastung von Klima- und Ozonschicht zu renovieren. Der Rest meines Vermögens geht an meine Adoptivtochter, die keinen Namen hat. Dies war der letzte Wille ihres Onkels. Nun möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Machen, tun. Ciao. Da sind wir. Wir sind der coole Dude, Dr. Van Bruch. Und das ist die Villa unseres gemeinnützigen und auch ein bisschen gemeinen, ja, reichen Architektenonkels, die Villa Bröckelstein. So sieht sie auch aus. Ich denke mal, er hat das Gebäude hier als Schuppen benutzt, weil er wird da sicher nicht gewohnt haben, wie es aussieht. Und wir sehen so aus, wie man sich einen coolen Dude in den 90ern vorstellte. Sonnenbrille, Jeans, billiges Hemd, billige Turnschuhe. Ja, so sieht ein Doktor aus. Gucken wir uns das Ding mal an. Doch vorher starten wir ein bisschen Hintergrundmusik. Wie gesagt, das Spiel hat keine, das stört mich aber. Süderle. Da hört ihr nur ein bisschen hintergrundische Untermalung in loser Reihenfolge. Okay, geh zu. Suche Haus. Die Villa Bröckelstein ist in einem schlechten Zustand. Das ist völlig korrekt. Was haben wir hier noch so? Wir haben hier ein Fahrrad. Untersuche dieses Fahrrad. Das Fahrrad ist durch ein dreistelliges Zahlenschloss gesichert. Und hat eine Platte. Gut, das Fahrrad hat eine Platte und ist durch ein Zahlenschloss gesichert. Was haben wir hier noch so? Wir haben eine Garage. Ja, er schlendert da mal ganz locker hin. Es scheint eine Autogarage zu sein. Okay, was haben wir denn hier? Öffne, schließe. Setze dich auf, stehe auf von. Das ist wirklich sehr genau beschrieben. Nimm etwas aus. Okay. Gut. Öffne, schließe, Garage. Alle deine Versuche bleiben komplett erfolglos. Hm. Tja, ich denke mal, dann gucken wir mal rein, ne? Öffne, schließe, Haustür. So. Haltet euch fest. Das wird unglaublich. Seht mein Erbe! Jetzt jeden Moment. Ha. Ich weiß ja nicht, unter welchen Umständen mein Onkel gestorben ist, ne? Aber es war scheinbar kein friedlicher Tod. Es sieht aus, wie es aussieht, ne? Tatortszene.
Tische, die man einfach nur stehen lässt, fallen nicht so auseinander. Na gut, machen wir mal die Tür zu. Ist ja hier vom Bundesumweltministerium. Das heißt, Heizkosten sparen. Was haben wir hier noch so? Untersuche Bilder. Ein echter Meier! Meine Güte, dann kann ich ja mal ein dummes Let's Play abbrechen und sofort hier reich werden, wenn ich das Zeug verkaufe. Was haben wir noch? Ein Aquarium. Guten Morgen, moin, 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 moin. Hallo, hi. Die Fische haben komische Gesichter. Wahrscheinlich eine Anspielung auf dieses seltsame Dreamcast-Spiel. Untersuche Foto von dieser Person. Ja, mach mal. Wow, die muss ich kennenlernen. Auf der Rückseite scheint etwas geschrieben zu stehen. Okay. Da, lies. Kann ich das Foto lesen? Ruf mal wieder an. Deine Adoptivtochter Lolita. 69 08 15. Ich weiß nicht, auf wie viele Ebenen dieser Satz falsch war. Soll ich es genauer ausführen? Mach ich aber nicht. Da. Schublade. Schau an, Schublade. Du siehst ein Feuerzeug. Du nimmst es nun aus der Schublade heraus. Du schließt ordnungsgemäß diese Schublade. Dass ich für alles extra hier die Knöpfe andrücken muss, ne? Anklicken muss. Also ich meine, ich denke mal, falls ihr Adoptivvater nicht senil war, muss er nicht komplett dazu schreiben, wer sie ist. Und die Nummer, die Telefonnummer ist aus der fragwürdig gewählt. Was können wir noch machen? Wir können das Fenster sicher öffnen. Luft rein. Nein, wir können ja keine Luft reinlassen. Wir gucken uns mal diese Hinsessel an. Der Sessel ist alt und kaputt. Untersuche den Tisch. Es ist ein völlig zerstörter Tisch. Hm. Untersuche den Lichtschalter. Wofür mag der nur sein? Benutze den Schalter. Du hörst ein merkwürdiges Geräusch. Doch nichts tut sich. Okay, wir gucken uns erstmal weiter. Gehen wir hin? Haus oder Garten? Garten. Lass dir Zeit. Und nimm doch einmal bitte die Hände aus den Taschen, wenn du gehst. Ich muss das wieder manuell machen hier. Öffne Gartentür. Und gehe manuell dort raus. Setz die Brille im Haus ab. So, gucken wir uns mal den Garten an. Der Villa. Naja. Hübscher als der Rest, nicht wahr? Eine Liege. Die Liege und der Sonnenschein laden dich zum Sonnen ein. Okay. Besuch Baum. Der Baum ist aus Holz! Das ist so echt quasi. Besuche Kompost. Du siehst einen ganz normalen Kompost. Was ist hier noch so? Ein Grashaufen. Der Haufen trockenes Laub, passt nicht in den Garten. Nein, dieses Spiel ist voller Fallen, soweit ich mich recht erinnere. Wir dürfen den Laubhaufen nicht einfach anzünden. Untersuche, Erdbeeren. Appetitliche, reife Erdbeeren. Nimm appetitliche, reife Erdbeeren. Wir haben Erdbeeren erhalten. Untersuche Erdbeeren. Appetitliche, reife Erdbeeren. Untersuche Feuerzeug. Ein Mehrwegfeuerzeug. Tatsächlich ein Mehrwegfeuerzeug. Notiz. Das Erbe. Ein Spiel von Komat-Reutlingen. Programmiert von Martin Wölk. Martin, das hast du gut gemacht. Kann ich den Grashaufen auf den Kompost schmeißen? Nimm etwas aus Grashaufen. Benutze Grashaufen. Was willst du damit machen? Ja, nein. Ach,
Ich glaube, ich weiß, was geht. Benutze Grashaufen mit Kompost. Der Haufen ist im Kompost. Gut aufgehoben. Okay, und ich sehe jetzt aus hier wie so ein... Nicht mehr wie ein Doktor aussehen sollte, so sehe ich aus. Was ist dann im Hintergrund? Bushaltestelle. Du bist zu weit entfernt an der Bushaltestelle. So, war irgendwas im Komposthaufen versteckt? Nö, wir haben den bloß weggeräumt. Na ja, okay, wir gehen wieder rein. Ich denke mal, wir sollten hier bloß... Na. Wir liegen jetzt ein bisschen. Die UV-Strahlen leisten volle Arbeit. Du bist tot. Entschuldigung. Was? Ich bin tot? Also jetzt wirklich sehr tot? Ich wusste ja noch, dass das Spiel voller Fallen ist, aber muss das denn so sein? Okay. Wir haben nicht viel gemacht, ne? Rein. Verdammt. Okay. Wir nehmen nochmal das Feuerzeug aus der Schublade. Okay. Wir schließen die Tür aus Gründen. Wir hatten den Knopf dort gedrückt. Wir hatten... Ist das ein Loch? Wir haben das Loch nicht angesehen. Du siehst, dass diese Wand nicht isoliert ist. Oh nein. Noch einmal in den Garten, bitte. Ohne dich hinzulegen. Denke mal an die Sonnencreme, mein Freund. Ah, ist ein Pixel drauf. Was ist der Pixel? Pixel! Ist nicht wichtig? Okay, geh da raus. Geh in den Garten, mein Freund. Und tu die Dinge, die du immer tust, wenn du im Garten bist. Hüpf durch die Büsche. Nimm die Beeren. Und benutze noch einmal... Den Grashaufen mit dem Kompost. Oh nein. Was willst du damit machen? Was hast du vor? Benutze Grashaufen. Genau, zielen Kompost. Okay. Gut gemacht, Dr. Van Bruch. Nun siehst du miserabel aus. So wirst du die Dame sicher nicht kennenlernen. Beziehungsweise sie wird dir nicht kennenlernen wollen. Zumachen. Gut, da ist eine Tür. Wir gehen da jetzt durch. Küchentür. Und lass dir bloß Zeit damit. Guckt euch den Typen an, der hat sein Hemd aus der Hose, sieht aus wie Hulle, rennt mit Sonnenbrille im Haus. Warum stimmt mit dem Kerl nicht? Wie konnte der ein Doktor werden? Dr. Edgar oder was? Ja, die Küche. Sieht ja genauso bescheiden aus wie der Rest des Hauses. Hier, ein Kühlschrank. Ein kaputtes Vorkriegsmodell. Wunderbar. Kannst du ihn öffnen? Was ist da drin? Du denkst wohl nur ans Essen. Ist ein Hobby von mir. Ich esse gern. Suche Spüle. Ein Spüle da und? Jetzt wird er noch frech. Untersuche Wasserhahn. Er tropft. Der Wasserhahn tropft? Nein! Schließe Wasserhahn. Er tropft nicht mehr. Es gibt übrigens keinerlei Geräusche, nur alles, was er gerade hört, das Laden und so, das Gedudel im Hintergrund, alles nachträglich eingebaut. Beziehungsweise alles, läuft ja gerade alles heimlich nur OBS. Untersuche Teller. Die zwei Teller sind schmutzig. Nutze. Du bist im Weg. Nein. Nutze Spüle, was willst du damit machen? Ja, geh weg. Du bist im Weg. Oh, Spülmaschine. Alter, die ist wieder eine Falle, ne? Okay, benutze Teller plus Wasserhahn. Die Teller sind wieder sauber. Okay, nächstes Gerät. Der Backofen. Es scheint dran etwas drin zu sein. Dann mach ich mal auf. Und greif mal rein. Wir haben eine Schüssel.
Du siehst nichts Besonderes. Wir haben also hier diese nicht besonderen Sachen. Wir haben eine Schüssel, Erdbeeren und den Kram. Der Kram ist Werbung. Schlüssel, keine Ahnung, was das soll. Benutze Erdbeeren mit Schlüssel. Ja, dann lass das halt, ne? Ich mach den Ofen wieder zu. Normal die Spülmaschine. Gucken wir jetzt auch mal rein. Wir greifen gleich hinein. Scheint in Ordnung zu sein. Nimm etwas aus, Spülmaschine. Macht er nicht. Ist nichts drin. Okay. Dann. Wir können hochgehen oder Keller. Wir gehen erstmal runter in den Keller. Und rein. Hier unten ist es ziemlich kühl. Das ist nicht gut. So. Was ist das hier? Eine Elektroheizung. Die Heizung ist nicht angeschlossen. Warum denn auch? Das ist der verdammte Keller. Was soll ich denn hier heizen? Ein Fördershop. Betrachte ihn mal. Der löscht kein Streichholz mehr. Okay, kann ich den einpacken? Kommentarlos verneint er dies. Lampe. Loch in der Wand. Steckdose. Untersuche mal. Steckdose. Halte mal den Finger da rein. Eine ganz normale Steckdose. Öffne die ganz normale Steckdose. Ihr solltet für solche Aktionen versuchen zu speichern. Speichern, Schreibtischschutz entfernen. Okay, speichern. Ich weiß gar nicht, ob die Datei überhaupt geschützt ist. Wenn nicht, dann haben wir jetzt ein Problem. Heizanlage angucken. Dann lässt sich nichts mehr machen. Die ist kaputt. Okay, hier unten ist alles Schrott. Dann verlassen wir den Ort des Schreckens mal wieder. Eine Treppe. Da steht Art drauf. Momentchen. Da steht Art drauf. Liegt es daran, weil die Heizanlage so künstlerisch wertvoll ist? Oder kann ich da... Heizanlage. Untersuche die Kunst. Untersuche. Nein, das ist wirklich nichts gewesen. Das ist hier, das meine ich. Geht dann mal wieder raus. Okay, ja, mit sowas haben wir unsere Jugend damals verbracht. Mit gratis Videospielen von Bundesämtern. Was gibt's heute nicht mehr? Heute gibt's nur Steuern. Die Hitze in diesem Zimmer ist fast unerträglich. Bei längerem Aufenthalt brauchst du bald ein neues Hemd. Hier hat jetzt ein Köttchen geschlafen, oder? Sieht mehr aus wie ein Jugendzimmer, ne? Das ist wahrscheinlich das Zimmer seiner Adoptivtochter. Und sie hatte eine bewegte Jugend, wie es aussieht? Okay, der Vogel lebt aber noch, ja? Ich sehe da, glaube ich, ein gelbes Ding drin. Das ist bestimmt ein Vogel. Und der Vogel heißt Gerson. Hallo Gerson. Was ist mit dem Bett? Was ist da los? Bett und Matratze wurden von einer Fliege zerstört. Ich denke, das ist nicht gut. Das war eine sehr kräftige Fliege. Weil es hier oben so heiß ist. Heizung einschalten, aktivieren, angucken. Ist voll ausgedreht. Benutze Heizung. Eine gute Idee, die Heizung auszuschalten. Und wir machen mal das Fenster auf, damit die jetzt herauskommt. Gut, das war sehr klug von mir. Was haben wir noch? Wir haben eine Pinnwand. Okay. An der Pinnwand hängen Zettel. Kann ich hier? Aber ich nehme Zettel runter. Da habe ich mehr in der Hand. Kann ich die lesen? Pinöpelwand. Auf einem der Zettel steht eine dreistellige Zahlkombination. 007. Das kann ich mir, glaube ich, merken. Das ist höchstwahrscheinlich für das Fahrrad mit dem Zahlenschloss. Telefon. Nichts Besonderes. Okay. Suche die Box. Eine alte Schachtel. Ey. Sagt man nicht. Öffne Box.
Betrachte Box nun noch einmal. In der Schachtel ist ein voller Geldbeutel. Den kralle ich mir mal. Gott, zu meinem Erbe, alles klar. Geldbeutel, untersuche Geldbeutel. La koste es, was es wolle. Geld spielt keine Rolex. Okay. Untersuche Stuhl. Untersuche Computer. Ein Amiga, was sonst? Ja, gute Frage. Schwingen wir uns gleich mal ran. Warte mal, benutze Computer. Die Tastatur ist nicht angeschlossen. Das ist schlecht, weil die Tastatur ist der Computer bei Amigas normalerweise. Gehe zur Heizung. Was ist das hier? Untersuche Tastaturkabel. Das brauchst du nicht untersuchen, das sehe ich schon, was da ist. Benutze Tastaturkabel plus Computer. Flupp. Könnte geklappt haben. Das hat es. Nun möge das Zockerleben beginnen. Reich, ich habe eine Brille, ich habe eine Amiga. BTX, oh Gott, das ist sozusagen der Internetvorgänger. In Deutschland, Broken Wings Airlines, Deutsche Bundesbahn, Euroflop, Blumenversand oder BTX beenden. Was ist denn hier Euro Wings Airlines? Stuttgart, Miami, Flug 302 nach Frankfurt, Honolulu nonstop oder Hauptmenü. Raus. Ich will nur gucken gerade. Ich weiß noch nicht, wozu das gut ist. Zwei Deutsche Bundesbahn. Touristenklasse, Businessklasse, First Class oder Hauptmenü. Kein Plan. Wozu? Weg. Euroflop Blumenversand. Ja. Ein Blumentopf für 1 Mark. 50, ein Rosenstrauß für 20 Mark oder 50 Orchideen für 200. Okay, das ist schon nicht für die Lolita. Okay, wir verlassen mal den Ort hier. Wieder halt, nein. Wir müssen noch dieses große Command-Dings untersuchen hier. Untersucherposter. Format. Rauser und Petri. Pfennigstraße 5. 714 Reutlingen, Telefonnummer so und so. Halt. Ich benutze Telefon. Da muss ich doch mal hier mal gucken, ne? Hier. Was zum Schreiben? Eine Nanosekunde bitte. Ne? Nicht weglaufen. Nicht weglaufen. Ist ja umgeschaltet. Ja, da kann echt umgeschaltet, ne? Also warte mal, ich weiß noch die Nummer der Tochter. Die so blödsinnig ist. 0815. Hallo, hier ist Lolita. Du bist also der Erbe der Villa Bröckelstein. Ich würde dich gerne einmal kennenlernen. Vielleicht lädst du mich ja zu Erdbeeren mit Sahne ein. Ich würde mich freuen, mal wieder etwas von dir zu hören. Tschüss. Erdbeeren mit Sahne, das ist einrichtbar. Ich glaube, die Frau ist... Sie ist mit einfachen Sachen zufrieden, das freut mich. Das ist cool, schick dir gleich mal Blumen, warte mal. ja, leg auf. Benutze den Amiga. Euroflop. Blumenversand. Ich meine, ich möchte sie gerne mal kennenlernen, aber ich möchte sie nicht gleich heiraten, ne? Also hier, zwei. Bams. Die Blumen werden zu Lolita geschickt. Okay. BTX beenden. Gut, wir sollen das Ding immer noch renovieren irgendwie, ne? Das tun wir am besten, indem wir erstmal hier das Fenster wieder schließen. Nochmal gucken, ob der Vogel lebt. Der Vogel heißt Kerson, da lebt er noch. Nimm etwas aus Käfig, hol dir mal Vogel, den raus, den Vogel. Rette dieses Vögelchen. Nichts zu machen. Wir verlassen auch diesen Raum wieder. Ist das hier so eine Strohwand oder sowas? Komisch aus Textur, ne? Okay.
Wir können keine Dinge tun, wie... nennen wir sie mal... neue Sachen kaufen hier. Über Telefon oder BTX. Deswegen sage ich mal, wir verlassen jetzt dieses Haus. Und gucken mal, wo wir was herbekommen. Da war eine Bushaltestelle. Wir haben ein kaputtes Fahrrad, wo wir jetzt das Schloss noch kennen. Und können damit vielleicht was reißen. In der nächsten Folge von Das Erbe. Hier auf dem unbekannten Kanal Nussknackers Welten. Haltet weiterhin geheim. Bis dann. Ciao, ciao.